will eigentlich Frieden machen mit dem einen Typen jetzt. Vielleicht sind die ja, gehen die ja raus, weil ich im Krieg noch bin. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Was für ein Unsinn. Ich bin nur auf die Mission gegangen, das Imperium zu zerschlagen. Und das nicht zu unterstützen, weil die andere Tuse gemeint hatte, ich könnte mit der nicht das Quest weiterführen. Alter, mein... Jetzt wird's aber lustig. Warum sollte mir mein Schwiegervater Krieg erklären, der mich mag? Ja, da haut der Nächste aus meinem Königreich ab. Jetzt gehört mir alles. Weil ich alleine bin wieder. Ey, so ein geiler Patch. Warum hole ich den nicht ein? Ich habe 5,5. Okay, 5,46. Weil du Sex mit deiner Tochter hast. Ja, aber die Verschwörungsquest, du kannst ja nichts damit machen. Ich kann nicht mit ihr reden, ich kann mit niemandem reden. Stand up, Omen! Move! Infantry! Make a shield, infantry! Give them her horse archer! Kill them all! Das ist mal richtig schön, so mitten in der Wüste rumgammeln. Infantry! Charge! Archers! Forward! Forward! Das ist richtig schön, ey. Auch wenn natürlich Wüste nicht viele Darstellungsformen hat, aber... Ja, mit dem Rauch und alles, was aufgewirbelt wird, finde ich das schon sehr, sehr schön. Also Rauch, beziehungsweise Sand. Nicht auf euren Anführer! So, du magst mich nicht, aber ich lass dich frei, weil du dann zwei, also mich zwei mehr magst. Und nicht nur minus 96 hast.
Das ist schrecklich. Ach, so geschockt bin ich gar nicht. Nein, ich will nicht warten. Ich will das Schloss verwalten. Was anscheinend noch nie verwaltet wurde. Das Spiel ist aktuell durchgespielt, weil verbuggt. Es gibt ja kein Durchgespiel, es ist ja Sandbox-Erfahrung. Aber ich glaube, ich habe... Wie hieß der Typ nochmal? Unikit. Ich habe es halt erstmal ausgelotet, nach 40 Stunden. Wenn ich jeden fange und hinrichte, dafür muss ich erstmal Krieg haben. Aber Hinrichtungen hassen alle Leute. Tja, eigentlich wollte ich den gar nicht angreifen. Du bist gerade rechtzeitig erschienen. Ja, Mutter meiner Kinder. ...52 Verwundete. Moment. Aber wenn du deine Städte übernimmst, haben die alle minus 1. Nee, das haben sie geändert im heutigen Patch. Wenn du Städte eroberst oder angreifst, wo eine in der Garnison ist, dann kriegen die automatisch Abzüge. Euch erwartet keine Gnade. Oh, guck mal, ein Sonnenuntergang. Ihr macht das schon. Also ich habe einen Treffer gesehen.
Ach komm schon. Vielleicht sollte ich erstmal alle gefangen nehmen und die dann nacheinander hinrichten. Können die abhauen, wenn ich die bei mir in der Truppe drin habe? Aber die verlangsamen mich auch immer, ne? Gibt eine Mod, die du benutzen kannst, um es auf Deutsch zu haben. Die fliehen, wenn du eine Truppe dabei hast. Sie werden diese Aktion nicht rückgängig machen können. Ob meine Frau mich nicht mehr mag, wenn ich ihren Schwiegervater töte? Und was ist das für eine Gruppe da? Die hängen bei mir in der Burg fest. Ah ne, ist ja gar nicht meine Burg. Meine Entscheidung war die, die als einziges nicht gebackt hat. Moment, meine Frau wurde gefangen genommen. Wie ekelhaft. Oh, ich habe Dorfbewohnern geholfen. Jetzt wurde meine Beziehung verbessert dadurch.
Der ist schön langsam. Und schon bald hat er den Ruf, dass er alle tötet. Hey, Truppen! Deine Leute können fliehen. Die brauche ich nicht, die bremsen mich eh nur aus. Oh, Clan wurde ausgelöscht. Hihi. Wie viele Leute gibt's wohl auf einer Seite? Meine Ehefrau hat gerade gemerkt, dass sie schwanger ist, während sie gefangen genommen ist. Und ich nicht da bin. Ah ne, wurde nach dem Kampf zurückgeworfen. Ah ne, wurde von Taiso der Asari gefangen genommen. Taslur. Taslur habe ich aber hingerichtet. Komisches Spiel. Bis zum Ende der Welt und noch viel weiter. Wie kann der einfach so schnell sein, ey? Die Verschwörung wird mich ja eh irgendwann töten. So eine Kacke. So eine Korinthenkackerei, ey. Das ist der nächste, hinter dem herläuft. Weich gefälligst nach rechts aus, du Pimmel. Boah, ich stehe doch schon dran. Och, endlich!
Zeit zu sterben. Keine Sorge, dadurch, dass ich dich töte, wird alles besser für die Welt. Joker ohne Schminke. So sieht's aus. Danke fürs Folgen, Danny. Und lol, Lacker. Muss doch nur immer wieder den neuen Anführer töten, oder? Ja, meine nette Tuse wurde gefangen genommen. Du kannst alle verbleibenden Edelsmänner jagen, bis du ausgelöscht wirst. Also ich finde, das ist ein Plan. Vor allem wäre ich ja nicht ausgelöscht, sondern ich werde ja allmächtiger Anführer. Weil meine Armee einfach 10-mal mächtiger ist als jede andere Armee auf der Welt. Gott-Imperator. So sieht's aus. Der versucht auch, den da drinnen zu kriegen. 5,3. Den kriege ich. Sind ja doch 63 verteidigende Truppen. Ja, ich weiß, ich habe meinen eigenen Reiter getroffen, kurz. Erstmal eine Infanterie an der Front. In der Wüste kämpfen ist echt schön.
liegt nicht nur daran, dass hier alles braun wie scheiße ist, sondern einfach, weil die Performance gut ist. Aua. Oh mein Gott, er hat meinen Schlag abgewehrt. Bei der Macht von Grayskull. Habe ich ihn gehen lassen? Gehört er jetzt zu jemand anderen? Ach nee, das war der Typ, dem ich geholfen habe. Obwohl ich keine Ahnung habe, zu welcher Fraktion der gehört. Zu gar keiner. Dankeschön. Dein Einhänder ist bestimmt auch prächtig lang. Rumpfzeit. Ah, der Tod kommt. Auf nach Hause. Moment, so gesehen bin ich zu Hause. Wie hast du es auf Deutsch bekommen? Ich habe die Herrin der See gebeten darum, mir zu helfen, den Text doch zu übersetzen. Und diese kam dann zu mir aus meiner Tiefkühltruhe, hat gesagt, ganz schön kalt hier, aber ich helfe dir natürlich die ganze Nacht dabei, diesen Text zu übersetzen. Da habe ich gesagt, danke, habe noch einen Blowjob bekommen und dann bin ich nach Hause. Ich glaube, meine Familie wurde schon gefangen genommen. Pascal ist schon eine Weile her. Gut, dass wir uns mögen. Oder auch nicht. Kann ich noch irgendein Edikt aussprechen? (lacht) 35.000. Sie sind ein bisschen gewachsen von der Armeestärke. Wir werden um 30% reduziert, das bringt mir nichts. Doppelt den Einfluss durch Kämpfe, das hilft mir gerade auch nichts. Truppenleone erhöhen, nein. Das macht keinen Sinn, das habe ich nämlich nicht. Meine Städte sind noch nicht erobert worden, ich habe noch Städte.
Qualität der Miliz wird erhöht. Das auch. Dann wächst die Miliz schneller. Also die beiden Städte interessieren mich nicht. Aber ich will nach oben zu meinem Grundgebiet. Wo die Siedlung gerade angreifen. Wo die raiden mir einfach alles weg. Und die wird auch nicht lange überleben. Meine Dame, beziehungsweise mein Kollege wurde direkt gefangen. Ah, da kommt eine Armee. Hä? Akrum? Fraktion Harfit. Bum 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 bum. Garnison verwalten. Noch drei, ne? So, er will sich der Armee anschließen. Ich hab von ihnen gehört. Vielleicht müssen wir uns nicht prügeln. Deine Lüge. Vorhin hat es deine Loyalität nicht wert. Eigentlich denke ich, dass sie derjenige sind, der sich ergeben müsste. Jetzt bin ich aber amüsiert. Ich auch.
Ich muss nur circa 30 Adelsmänner töten. Footmen! Foremost Infantry! Forward! Bowmen! Stand up, Archers! Move! Infantry! Move! Horse Archers! Follow me! Infantry! Horse Archers! Move! Arrow! Footmen! Kommen die oder... Footmen! Forward! Ist das nicht so ihr Ding anzugreifen? Doch, da kommen sie. Armbrustschützen bereit machen. Footmen, Infantry, move. Footmen. Out infantry! Charge! Der hat zu viel vorgenommen. Ich helfe dir, Untergebener, gerne. Begleiter bekommst du in der Taverne. Da musst du einfach nur reingucken. Wenn da Herrschaften sitzen. Wir haben keinen einzigen verloren. Wenn ich alle so erledigen könnte, ey, ein Traum. Namen, Rubbel. Rubbel, war es nicht mal Sapp hier? Erfreut euch am Tag. Riecht den leckeren Wind. Aserianische Mameluke. So, der Rest darf gehen. Ab und zu bist du Sub. Es läuft super. Ich kämpfe mit 1000 Mann gegen 8 Milliarden. Ah, ne, stimmt gar nicht. Nur 31.000.